So, da wären wir jetzt also mal wieder hier auf dem Vulkanterger, wo wir endlich zu den vulkanischen Toren hin können. Und dann natürlich Nergigante. Die vulkanischen Tore sind gleich da vorne. Schauen wir uns den Ort an, wo der Nergigante zu finden ist und uns davon abhält, einen alten Schrein der Nuatae zu besuchen, wo wir mehr Informationen über Außenmeerzflügel Rata erlangen können. Tja, wieder mal ein paar kleine Goblins. Warte mal, ein Monsterbau? Überrascht mich jetzt hier ein bisschen, aber wir haben im letzten Part schon drei neue Monstis gekriegt. Und solange es hier natürlich jetzt nichts irgendwas Weltbewegendes gäbe. Halten wir uns von den Monsterbauten hier erstmal fern. Tja, und noch ein weiterer Monsterbau. Au, das Heiß, fall nicht in das Magma, okay? Kumpel, sei vorsichtig hier. Wenn Naviru damit jetzt schon mal anfängt, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass wir, bevor wir gegen Nergigante kämpfen können, zuerst es mit einem Gravios zu tun kriegen. Keine Ahnung mit welcher Farbe, aber irgendein Gravios wird hier sicherlich ein Bossgegner werden. Eine recht schwierige Gegend hier. Zu unserem Glück haben wir den kühlenden Nebel an. Und natürlich den Tarnmodus. Sonst würden wir uns ja sicherlich jetzt ordentlich die Pfoten hier verbrennen. Oh, verdammt! Da wäre ich jetzt wirklich fast schon in Gravios reingelaufen. Oh oh. Tarnmodus wieder aktiviert. Okay, wieder mal ein großer Forzmeister hier. Dann noch ein paar Monsterameisen. Dann sicherlich hier auch noch leicht aufgeheiztes Wasser. Schon wieder ein Forzmeister. Aber das Monsti, nachdem es uns verlangt, haben wir jetzt hier noch nicht gesehen. Und ich glaube, es wird auch hier nicht kommen. No getting to the shrine unless we can make it past the Nergigante. I sure hope we can defeat it. It's not like you to be so pessimistic, Naviru. Can you blame me? That's the monster that took down Red! Red? My partner's grandpa. He was my friend, and the Nergigante attacked him while he was investigating the pits. And unfortunately, he didn't make it. Oh, I see. That day is burned into my memory. If I'd been stronger, I know Red would still be here today. Yeah, I know what that's like.
I don't want anyone else to experience the same suffering we did when we lost Red. Das wird niemals mehr geschehen, Ena. Especially not at the hands of this monster. I won't let it happen again. Ena's right! We can't turn tail now. We just gotta prove that we're stronger than the Nergigante. You think so too? Ja, ich stimme euch zu, auch wenn das nicht gerade einfach wird. What's that going to accomplish? We'll open up the road to the shrine for one thing, and we'll avenge Red while we're at it. Do you think that's what he would have wanted? Well, I'm not Red, so how am I supposed to know? Well, what about you? Seems like you knew him pretty well. I... Something tells me that Red would have wanted to find out the reason for the Nergigante's behavior. Perhaps, but... Whoa! Yikes! Is that the Nergigante? Hi, partner! Also, ich glaube, das ist ein Gravios, oder? Ach nö, das ist ein Astalos, oder? So sahen doch die Dinger jetzt aus. It's an Astalos. Ja. And it's Rage Raid. We better stay out of sight. It's too dangerous. Maybe we should head back to the village and... Hey, andererseits, hey. Ist wirklich gut, dass wir davor stürmen. Yeah, that's the spirit. Right on. Reckless fools. Einen Astalos fürs Team zurückrotieren wäre doch auch nicht schlecht. Aber dafür müssten wir erstmal ein Astalos oder auch anders gesagt ein Astalos Nest finden. Warte, denk dran, was Cheval gesagt hat. Wir müssen vorsichtig sein. Wir werden am Ende sowieso wieder kämpfen, oder? Und wir können die Zornesverstreiten nicht einfach ignorieren. Okay. Der Astalos sieht ja schon mal ziemlich interessant aus. Ich bin mir aber nicht mal ansatzweise sicher, was für... Er ist ein Techniker. Das macht es jetzt dieser. Das macht die Sache jetzt noch mal um einiges einfacher. Ja, die Sache, dass er ein Techniker ist, macht die ganze Geschichte für mich noch ein bisschen einfacher. Bloß das Problem hierbei ist jetzt aktuell, er ist zornesverstrahlt und wir können ihn nicht an seinen Bau zurückschicken. Bleib zurück, Mann. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Gut, dich zu sehen, Cheval. Mit dir von der Seite sind wir stärker denn je. Na gut. Ja, er bleibt weiter ziemlich wütend. Er ist elektrisiert. Achte auf seinen nächsten Angriff. Er wird anfangen, die angestaute Energie freizusetzen. Bringt mir aktuell auch nicht gerade sehr viel. Ach, na toll, er ist jetzt im Kraftmodus. Also gut, jetzt wo er elektrifiziert ist, ist er also im Kraftmodus. Stellt sich jetzt auch bloß die Frage, ob das jetzt was bringen wird. Wann wurde er elektrifiziert?
Gegner ist abgehoben. Er wird versuchen, sich im Flug auf uns zu stürzen. Jetzt wird er uns seine wahre Stärke zeigen. Oh, und seine wahre Stärke. Ist er denn jetzt wieder zum Techniker geworden, oder ist er immer noch ein kräftiges Monsti? Nein, jetzt ist er auf Geschwindigkeit aus. Oh, verdammt nochmal. Oh, verdammt nochmal. Das ist nicht gut. Gut, doppelte Bindungsfertigkeit aktivieren. Lassen wir ihm unsere Kräfte spüren. Er soll ja immerhin ein Teil unseres Teams ja werden. Schwierig, schwierig, schwierig. Wieso jetzt ausgerechnet auf uns? Okay, er scheint wieder am Boden zu sein. Du hast die richtige Idee. Zerbricht das Teil und er wird seine Angriffe nicht mehr aufladen können. Okay, und wel... Oder was habe ich jetzt gesagt? Zerbrochen hier? Okay, ich denke mal, an der Stelle holen wir mal Kuro herbei. Mal sehen, ob er irgendwas bringt. In diesem Kampf. Ich bin mir aber ziemlich sicher, der Astralos bringt uns sicherlich eine schöne Rüstung ein. Er hat auch einen robusten Körper. Kann somit auch einiges aushalten. Er wäre also wirklich eine ziemlich gute Erweiterung für unser Team. Hmm.
okay, okay, okay. Greife weiter in die Flügel an. Vielleicht kriegen wir auch sogar durch ihn einen neuen Hammer. Das wäre auf jeden Fall der Hammer, wenn das klappen könnte. Es gibt nichts, das wir nicht zusammen schaffen. Wie ich immer sage, das T in Teamarbeit steht für Träumchen. Nein, halt, Rata verhält sich seltsam. Oh nö, nicht schon wieder. Okay, Kuro hat sie jetzt bewährt. Monsty always stays true to the bond they've formed. But that also means they end up suffering the most when their rider makes poor decisions. Did you really not realize this would happen? Kein Stück. Hey, there's no need for that, Cheval! We're just trying to stop a Rage Raid monster! What's wrong with that? I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. What are you talking about? Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the Nergigante. This has nothing to do with the Nergigante! Do you really believe that? Ratha is pushing himself to his limit, all for you. My buddy and I just want to protect Ratha, but... Who could have known that it would have ended up hurting him? I'm sorry I was so harsh. It's just that, well, you remind me of how I used to be when I was younger. How you used to be? Yeah. I'll explain later. We should get Ratha back to the village. Na gut, dann haben wir wenigstens noch eine Chance, einen Astalos zu kriegen. Tja. Moment mal. Das war von vornherein hier eine Sackgasse? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, Monsterlexika aktivieren. Wo ist der Astalos und wie können wir ihn kriegen? Ein Flugwyvern, Seltenheitsstufe 5. Astalos können Elektrizität mit hoher Spannung in ihren Körpern erzeugen. Sie zittern heftig, um den Körperteil, mit dem sie angreifen wollen, aufzuladen. Als eine von Natur aus aggressive Spezies verteidigen sie ihre Reviere erbittert. Gebiet Terger, besiege es mit einem Gamot-Bindungsfähigkeit, um die Rückzugrate deutlich zu erhöhen. Ja, das kriegen wir nicht hin. Also das kriegen wir jetzt nicht hin. Wir haben keinen Gamow. Wir haben leider beim besten Willen keinen Gamow. Und was mich jetzt hierbei auch verwundert, wir sind bei den vulkanischen Toren gewesen
Aber aus irgendeinem Grund war hier nichts. Die Ängste eines Autors, Astalos. Ich begann eine Studie des Vulkans Terga, doch ich musste aufhören, als ich ein elektrisches Surren hörte. Das muss ein Astalos sein. Ich bin machtlos gegen so ein Biest. Die Ängste eines Autors. Fuß des Terga-Vulkans. Allein aus Interesse muss ich das versuchen. Gut, das Glücksgebet haben wir jetzt auch schon mal aktiviert. Jetzt müssen wir bloß sehen, den Schmied irgendwo zu finden. Wo war jetzt der Schmied hier? In der Gegend nicht. Nein, da drüben auch nicht. Okay, der Schmied ist hier. Da müssen wir einfach mal sehen, was passieren kann. Grüner Flügel, das wäre also schon mal das Astalos-Schwert. Und hier hätten wir den Smaragdschläger. Flammensyphos, woher haben wir das denn jetzt her? Ah, Gravios. Moment, danke. Ein Feuerschwert durchdrungen von Zorn, das in den schwarzen Flammen eines Gravios, dem Herrn der Vulkane, geschmiedet wurde. Haben wir doch gegen einen Gravios gekämpft? Wundert mich jetzt ein bisschen, aber wir müssen unbedingt sehen, entweder so ein Schwert oder eher den Hammer dazu bauen. Wie sehen die Rüstungen aus? Astalos. Nice. Leider bringt mir diese Donnerrüstung nicht sehr viel. Schwierig, die aktuellen Waffen würden mir wirklich mehr bringen. Aber gut, versuchen wir dann halt mal kurz unser Glück mit dem Astalos, den wir schon mal bekämpft haben. Oh, da drüben ist jetzt natürlich ja auch noch ein Legiakros. Verdammt, die Donnerverteidigungsrüstung wäre jetzt natürlich um einiges besser. Okay, Fuß des Vulkans Terga. Wo ist der? See der Flammen, das ist nun wirklich verkehrt.
Okay. Das ist halt auch total verkehrt hier. Aber wo ist der Astalos? Irgendwo hier am Fuß des Vulkans. Was war das denn jetzt? Wir sind hier, glaube ich, irgendwie falsch. Oder kann das sein, dass der Astalos nicht direkt auf dem Boden zu finden ist? Was ist das denn jetzt? Was haben sich diese beiden Monsters jetzt bloß dabei gedacht? Und wieso bin ich jetzt noch geschwächt? Na gut, irrelevant, weshalb ich jetzt hier noch geschwächt bin oder auch nicht. Die Hauptsache ist einfach, wir können Astalos sehr schnell besiegen. Okay, noch einmal Ride On. Fangen wir an, Astalos zu besiegen. Läuft ja schon mal gut. Okay, wenn ich jetzt wandern. Na? Na? Danke sehr, Asta. Danke sehr. Deine Rückzugsaktion hat mir jetzt gut getan. So schade allerdings, dass wir jetzt Kuro aus dem Team rausnehmen müssen. Oh, verdammt. Verdammt. Wo ist das Nest? Ja. Hey, rein da! Aber ja, ein bisschen schade, dass wir Kuro jetzt aus dem Team rausnehmen müssen. Ist aber in einerlei Hinsicht nur verständlich. Wir haben ihn ja bloß durch Glück gezogen.
Naja, und was heißt eigentlich gezogen? Wir haben ihn durch Glück aus einem Monsterbau gekriegt. Und mehr auch nicht. Er macht es einem aber ein bisschen umständlich, zu seinem Nest zu gelangen. So, hallo Asta. Und dann gleich auf jeden Fall auch nochmal Tschüss, Asta. Schade. Obwohl, wartet mal, die Donnerboost-Rüstung wäre jetzt an der Stelle nicht verkehrt. Fällt mir gerade ein. Wir besitzen ja immerhin ja auch noch den Zinnogre und Zinnogre ist ja auch noch ein Donnermonster. Aber es verwundert mich doch ein bisschen, wie klein das Gebiet an sich ist. Aber schön, wir haben jetzt das pulsierende Flugweibern-Ei. So, brüten wir erstmal die ganzen Eier aus. Getarnter Nussilla. Bräuchten wir jetzt erstmal nicht. Elfenbein Legiacros. Nett, aber brauchen wir leider auch nicht. Zinnogre. Ja, dich haben wir schon. Und jetzt kommt das Monsti. Warte mal, du bist von Typ Geschwindigkeit? Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, du bist ein Techniker. Da habe ich doch recht gehabt. Na schön, Monsterkundung, wie sieht's hier aus? Alles gut. Schädliches Giftgas. Da hat sich wiederum überhaupt nichts verändert. Das ist ein bisschen blöd. So, Monsti wählen. Ist wirklich ein bisschen schade. Mal sehen, was machen wir stattdessen dann aus euch. Ne, dich müssen wir noch hier haben. Obwohl, was ist hier mit Donneratem gehen? Plasmasprenger Geschwindigkeit.
Okay, das Hitzestrahl gehen. Ist jetzt ein bisschen schade für den Sandschoss. Aber egal. Jetzt Ritus der Überlieferung. So, jetzt wo ist Asta? Asta, 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 unser Astalos. Gut, und wo sind jetzt unsere Diablos abgeblieben? Ein Diablos Level 1 und hier hätten wir die anderen beiden. So, wir bräuchten ein bisschen was Kräftiges. Harmonie? Nein. Rächendes Tackling? Ich will mal nicht hoffen, dass das Ding fügt einem Gegner mit einem Nicht-Element Schaden zu. Angriffskraft wird bei niedrigen TP verstärkt. Trefferpunkten. Okay, dann eben rächendes Tackling. Dann kriegt eben unser Astalos ein bisschen Teufelskraft. Tja, so verstärken wir auf jeden Fall unsere Gene ein bisschen. Gut, gut, gut. Dann als nächstes unsere Ausrüstung. Ratian-Rüstung kommt mal wieder weg. Die Lagiakrus-Rüstung... Warte mal, Legiana? Nein, Lagiakrus-Rüstung. Muss wieder herkommen. Wobei die Astalos-Rüstung jetzt auch ein Traum wäre. Moment, Moment, Moment. Falsche Richtung, falsche Richtung. So, einreichen die Ängste eines Autors. Gleich schon Level 16 für Asta. Donnerschlag erlernt und neuen Genslot. Und so schon Level 19. Jetzt muss ich bloß mal sehen, wo war das hier mit der Feline? Ich bin mir jetzt leider nicht so ganz sicher, wo das mit der Feline jetzt hier war. Tja, schwer zu sagen, wo das mit der Feline jetzt war. Das muss ja eigentlich bloß in der Feline-Zuflucht gewesen sein. Oder war das vielleicht ein Anzeigefehler gewesen? Ach so, hier war das mit dem Felin. So, Fassfeline. Tja, hat allerdings nicht so viel gebracht. Also zurück ins Dorf Nuate
Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir uns was Neues zusammenbauen können. Wie schon gesagt, ich wollte mir schon längst mal wieder einen neuen Hammer bauen. Also besorgen wir uns einen Astalos-Hammer. How can I help? Na gut, das klappt nicht so ganz. Wir haben nicht genügend Donnerkäfersaft. Aber wie sieht es denn jetzt mit der Rüstung aus? So, warten wir erstmal ab. Noch nicht ausrüsten. Ich muss erstmal sehen, ob ich die noch verbessern kann. Strombeutel. Ja, das passt. Ich glaube, an dem Punkt können wir die ausrüsten. So, und jetzt fehlt er, sagt noch, das Blut von Drachenältesten. Wozu es einfach machen, wenn man es auch schwieriger machen kann? Na, meinetwegen. Ich bin mal dafür, dass wir den grünen Flügel kreieren. Oder den grünen Turm. Schwierig, unsere aktuelle Waffe ist ja eigentlich auch gut. Wisst ihr, wir lassen das erstmal. Ja, das sieht doch nun wirklich um einiges besser aus. Unser Diablos-Schwert passt zwar nicht gerade sehr gut zu unserer Rüstung, aber es hat schon was für sich, so eine Astalos-Rüstung bei sich zu haben. So, jetzt müssen wir mal kurz über... Achso, hier längs. Obwohl, nein, wir speichern erstmal ab und im nächsten Part erstatten wir Jumlana Bericht, was er sagt, jetzt nun vorgefallen war. Bei den vulkanischen Toren. Bis dahin, sag ich dann mal, bis dann und ciao.